So, Jackie, wo bist du? Jackie! Jackie! The fuck? Oh fuck! Oh my god! Jackie! Ah, fuck! Jackie! Ach du grüne Neune, ich glaube, da ist nichts mehr dran zu löten an dem Jungen. Mit Jackie ist es vorbei. Jackie! Die Jackie auch noch! Hätte er auch in der Kiste bleiben können, ne? Oh, ehrlich. Weil so ein Tod ist ja wirklich noch ekliger, ne? Officer Shen. My name is Mr. Tom. Perhaps you heard of me? Fuck you! I'm no cop! Your friend Jackie didn't think so. He was most loyal. But then, I expect you wouldn't have told him anything. You must be a very dangerous man, Wei Shen. Son of a bitch, I'll kill you! Oh, save your energy, Mr. Shen. You'll need it. The last cop I had in this chair lasted almost 48 hours. Would you like to try for a new record? I understand your personal reasons for doing this, your history with the Sun On Yi. You do what must be done. There were rumors. Before I'm done with you, you will confirm them. And then you will die. That's what worries me, Wei. You're one of them. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion. Zhang will be disgraced, and Big Smile Li will be elected head of the Sun On Yi. Call me when it comes around. There's no rush. Ach, mein lieber Scholli, diesmal war nicht zimperlich gerade, ne? Oh, das tut ja schon beim Zuschauen weh. Chinesische Mafia, diesen Haar. Mhm, die haben ihre Methoden. Kann ich jetzt noch was machen? Nicht noch einen. Da liegen wir schon wieder flach. Mein lieber Scholli, das ist natürlich jetzt ein sehr... Das ist kritisch. ...tragisches Ende, ne? Wäre schön, wenn das Spiel zu Ende wäre. Wir sind jetzt weg. 1000 Missionen und dann tot. Wa? So, jetzt rob dich. Wait. Yo. What the fuck? Oh, fuck. So, hier ist Mause. Und es regnet schon wieder. Und wir können ja immerhin noch ein bisschen robben. So, jetzt aber. Jetzt komm, jetzt muss ich hier mein Stick schwingen. Los, hier schnell, schnell, schnell. Da kommt jemand. Da kommt jemand, da kommt jemand. Ich dreh. Öffne doch mal deine Fesseln, Junge. War da nicht gerade jemand? Oh. Jetzt aber. Jo. Stranguliert mit so einem Lampengabel. Spektakulär. Das erinnert mich an den gewissen Herrn Mooshammer, der auch damals mit so einem Kabel stranguliert wurde. Das war ein Telefonkabel. Naja, aber ist ja so fast Kabel ist Kabel im Endeffekt. Ist fast das Gleiche, ne? Na klar. Boah, krass, ne? Harte Methoden. Also da haben sie sich auf jeden Fall inspirieren lassen, die Entwickler. Ich glaube ja. So das ist nämlich vom Szenario genau das Gleiche. Muss es sein, 100 Euro sind zu viel, sage ich immer. Ne? So, wir müssen auf jeden Fall raus aus dem Gebäude. Fand oh, jetzt gerade. Aber Vorsicht. Der strullt sich einen ab, der pinkelt schon durch die Schüssel, das gibt's doch nicht. Mit BD sogar. Hey. Du kleiner Perverser, du. Also Hygiene steht ja gut drauf. Ne? Den schon lassen. Na, jetzt nicht mehr. Guck mal, was für ein tolles, von toller Lokus hier. Da kannst du vom Freund. Oh, jetzt. Er sauf ihn. Richtig, wie im Film. So ähnlich wie bei True Lies. Klug, klug, klug. Und fertig. Oh ja, deine Fußspuren verraten dich. Ja, ja. Wie bei Stirb langsam, ne? Aus dem Gebäude entkommen. Ja, dann entkomm noch mal, dann steh aber erstmal auf. So. Jo, Sturm. Boah, mir wurde auch der komplette Körper zerschlitzt und zerbohrt. Mal zum Doc. Der muss sich erstmal pflegen und gesund. Zusammenflicken wieder. Macht er schon. Und Vivian als Krankenschwester, ne? Na, hoffen wir's.
Oh, hier ist Action. Oh Gott, ich glaube, wir müssen kämpfen. Ja, das ist alles noch roh Neubau, kann man sagen. Ich suche mal kurz, ob hier irgendwo eine Mofa im Haus ist. Ein bisschen alles so, naja, ein bisschen baubedürftig aus. Guck mal, nicht richtig verlegt alles. Der Laminat oder Parkett, Boden, Parkettplatten oder was das ist. So. Ja. Ach, ist süß, ne? Da spritzt die Gehirnmasse an sämtliche Ecken. Und jawohl, schön. Strom. So macht man das. Das ist ein Sleeping Dogs, wie es mir gefällt. Ja. So, was ist denn das hier? Ah, guck mal hier. Ein Kopf durch den Fernseher. So. Ach, erstmal hier. So auf den Zapfen. Jetzt komm, den durch den Fernseher. Komm, den Fernseher mache ich für dich hier. Geht nicht. Nee. Nee, Mist. So, aber am Fernseher lang geschrieben. Ja. Hier, was ist denn hier? Oh, der Lift. Der Lift war sein Verhängnis. So, ich will Mr. Tong, würde ich gerne auch mal gleich beseitigen. Was ist denn das hier? So ein Pappkarton, der ist natürlich sehr gefährlich. Oh, Pappkarton ist immer. Oder sowas. Hier, guck, da ist doch noch ein Ofen. So ein Kühlschrank. Aber der Ofen gefällt mir. Hallo? So. Schön auf der Herdplatte. Schön auf die Platte. Gibt einen guten Abdruck. Oh, da fängt ja gleich Feuer. Was? Aus der Pendel-Suit entkommen. Aus der Suite. Suit nicht, sondern Suite. Natürlich. So. Ach, das ist ein Fahrstuhl? Ja. Nee, doch. Da ist der Drache. Aus dem Gebäude entkommen. Das wird natürlich. Jetzt ist er auf einmal ganz schön mobil wieder, ne? Ja. Ganz schön schnell über die Schiene. Ja, oh, ich bin verletzt und so, ne? Ja, der ist nur ein bisschen auf Mitleid gemacht. Oder? Ja. Oh Gott. Letzte Sekunde. Zieh dich hoch. Ich versuch's. Ist gar nicht mal so leicht. Und es ist windig. Ey. Schnell. Ich renn ja. Jo. Oh. Feindliche Triade besiegt. Was machen die denn hier? So. Ist hier irgendwas, was ich benutzen kann? Ja, hier. Guck, noch ein Kasten. Jo. Alles Baustelle. Blau auf dem Bau. Da sind noch mehr. Los. Shit. Und dann noch ein Shitwetter. Wir sehen nichts. Wir wollen schnell Da drauf. So. So, schmuggelt noch ein bisschen. Ja, grillt sie schön. Pfeile bändigen Leibe. Noch irgendwas. Ach, hier kommt die nächste Platte auch. Jo, den drauf da. Jo. So, dann gibt's noch ein bisschen hier. Ein bisschen Schmorbraten für heute Abend. Peking, Ende so sauer und gut ist das. So, und du, Junge, kannst erstmal einen Freiflug machen. Yo. Huch. Da ist noch was. So. Der hat eine Fliege gemacht und sie... Oh. Mit Knarre. Ach, jetzt muss er aber... Jetzt wird's aber wirklich brenzlig. Tja, der Knarre, ne? Was denn? Nicht gut für uns. Ach. Yo. Marius, komm her. Ach so, warte mal. Jo, nimm mir die Knarre weg. Und jetzt, mein Freund. Jo. Mein lieber Scholli. Gut, jetzt haben wir wenigstens mal ein schönes Geschütz wieder. Fühle ich mich nicht nackt. Was ist denn? Hey, da ist noch der. FMN an der Kontor. Ist das einer von denen? Ja, knall es ab. Sieht aus wie so ein Tischler, aber egal. Auf der Walz, ne? Alles auf die der Walz. Oh, vorsichtig, ja. Deckung suchen. Oh, gut. Ah, Mist. Ich bin leicht angeschlagen schon wieder. Jetzt auch. Ja, so, gut. Der da vorne stirbt. Die Hälfte daneben gegangen, leider. Da kommen schon die nächsten. Und jetzt du, Freundchen, da hinten. Das ist ja, der lebt noch. Der hat noch überlebt. Das ist denn für einer? Jetzt ist gleich die ganze Ladung rauf. Da vorne ist eine bessere Waffe, die nehme ich mir gleich mal. Aber erstmal. Nee. Komm. Oh, und die schimpfen alle. Jetzt richtig ab, du. Oh, du Arsch. Der nervt, der Typ. Oh, na. Jo.
Ey, wenn ich dich kriege! So, jetzt haben wir. Da nehmen wir einen Dragon Kick. Es geht kaputt. Du Lappen. Oh, und erstmal über seinen Kopf schießen ist auch ganz gut. Da hinten. Auf Distanz mit der Schrottflinte ist nicht so gut. Oi! Was? Oi? Also, liebe Zuschauer, fürs nächste Mal lerne ich Chinesisch, das verspreche ich euch. Also, was liebe ich noch? Zwei. Der trinkt schon! Oh, der trinkt sich da sonst ein. Du bist hier gerade in Beschuss. Komm her, komm her! Oh. Kann ich noch einen trinken? Halt mich aber nicht, oder? Hat sich aber echt Zeit gelassen gerade, der Typ. Ein gruseliger Schatten. Das ist ganz cool mit den Scheiben. Naja. So, ich bleib bei der Schrotflinte. Ich hoffe, ich bin jetzt gleich draußen. Oh, noch mehr, noch mehr. Wo ist mit mir? Oh, ach, da ist ein Dingen. Und dir schon! Die Bulle, okay. Die Gasbuddel. Gutes Propangas. Noch mehr. Wir in den Duschen oder was? Ja, will sie die Pinkohase! Komm, fall schon. So, da sind noch zwei. Nur noch einer. Soweit ich es da gerade sehe. Oh Gott, oh Gott. Da hab ich keine Möglichkeit, mich zu verstecken hinter. Da. Aber hier. Junge. So, aus dem Gebäude entkommen. Noch mehr. Ja, du gehst runter auf den Bauch. Da, jetzt komm schon. Hey. Nur Angst, dass sie von der Seite kommen. Weil da bin ich dann schutzlos ausgeliefert. Oh. Ich glaube, da kommt jemand. Komm rüber, komm her. Versteckt sich doch da. Noch einer. Jetzt will ich endlich raus hier. Noch mehr. Ah, oh Gott, ich muss zurück. Versteck dich. Wait, komm, bitte. Oh, nee. Da oben. Ich muss gleich mal zu einem anderen Geschütz wechseln. Aber erstmal will ich die Jungs da oben noch legen. Halten aber echt noch aus. Hallo. Jetzt komm schon, fall hin. So, der da vorne noch. Haha. Ich will eine Waffe haben. So, damit kann ich ein bisschen besser zielen. Ja, da sind dann auch schon die nächsten im Anlauf. Wie soll ich denn hier entkommen? Da haben wir nochmal nach. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt flüchten muss, ob da unendlich von kommt. Das mal einfach so. Die Propangasflasche da zerlege. Gleich, wenn das so weitergeht, habe ich die kompletten chinesischen Triaden ausgelöscht. Wo bist du, letzter Typ? Irgendwo ist da noch einer. Die Frage ist nur wo. Ich renne einfach mal. Da ist Wasser im Pool. Komm, flüchten wir uns mal hier hinter. Ach, da ist er. Da ist er. Lama Flux nochmal nach. Hoffen, dass hier niemand ist, weil wir da noch einen Dragon Kick einwerfen. Sicherheit geht vor. Natürlich, ne? Das ist ganz gemütlich hier. Und wir sind raus. Oh. Oh Gott. Oh, nicht in der Dusche, Kim. In der Sauna. Oder in der Sauna oder wo auch immer. Nee. Oh, schön dampfbar.
Ja. Wrestler. Nee, nee, nee. Kick. Kick. Tritt ihn, tritt ihn, tritt ihn weg. Dann ganz schnell. Ich muss mich befreien aus diesem Affengriff. Boah, ich dachte schon, er hat mir das Genick gebrochen. Das ist tatsächlich die Dampfsauna. Und ich denke, ich kann doch hier auch was benutzen von. Oh, Backen und Kopf. Nee, nee, das ist ein Wrestler. Bei ihm wird's gefährlich. Oh. Mist. Hat er mir einen gegeben. Aber den anderen müsste ich eigentlich packen können. Jetzt komm. Schön auf die Kohlen. Ja. Sieht er gleich ein bisschen anders aus. Und ihn entsorge ich auf der herkömmlichen Weise. Komm schon. Mein Kopf ist doch nur noch Brei. Yo. I suppose I should be impressed. Mr. Tom. You defeating my men like that. I am not. Now. Where were we? Ach du meine Güte, jetzt hat er eine Laubsäge oder was hat er sich da geholt? Nein, 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 nein! Oh, oh, Mr. Tong, wollen wir nicht ein bisschen noch hier rumtanzen? Alter, der ist ja wirklich flink mit der Klinge. Your determination is impressive. Oh, jetzt trifft dich, Mr. Tong. Na, Mr. Tong? Fuck you! Ja. Oh, tja. Na gut. So schnell kann's gehen. Aber ich nehme doch an, dass wir direkt vor Ort sind. Hoffe ich zumindest. Ja, Mr. Tong. Jetzt lasse ich dir aber nicht den Tiefanschlag hier auf mich. Schön, also ruhig noch reden kann, obwohl ich direkt auch wieder reinstehen werde. Your determination is impressive. Das war's aber. Eindeutig besiegt. Der Mann ist gut. Ich schwitze Blut und Wasser hier. I see you've cut your way through the amateurs. Mr. But now amateur hour is over. Now you die. Ihn kann ich auf jeden Fall nicht greifen. Your determination is impressive. Menschen. Ich versuche ihn ja zu kontern, aber die Messerschläge. Knifflig. Ah, verdammt nochmal. Gibt's da irgendeinen Trick? Vielleicht ist da irgendwas versteckt in der Sauna, was ich nutzen kann. Vielleicht ist da auch eine Mofa in der Gegend, ne? Wäre gut. Würde ich sofort nutzen, die Fähigkeit. Ne? Mit einer Mofa müsstest du den umputzen. Davor habe ich am meisten vor diesem ersten. Oder du musst backen und auf die Kohlen. Das raubt den Energie. Das raubt ihn, glaube ich, nicht nur Energie, sondern das Leben. Der reißt dich gleich aus meinem Griff raus. Versuchen wir zu backen. Oh, dann wird mir gleich die Halsschlagader noch halten. Fuck you. Was? Yo. Fuck you. Oh, das war eine Nullnummer. Das war gar nichts. Bin ich einmal rübergeglitten und fertig war's. Das war gar nichts. Mr. Tong. I see you've cut your way through the amateurs. But now, amateur hour. Now, ja. Your determination is impressive. Den letzten Schlag von ihm nicht gekontert. Aber den dann nicht. Mist! You'll never win. Oh. Ein Schlag. Oh. Ja, das war's. Wie machen wir Mr. Tong, ist jetzt die Frage. Die steht jetzt im Raum. Weißt du eine Antwort? Deinem fragenden Blick sehe ich an, dass du es nicht weißt. Jetzt habe ich auf einmal direkt gekontert. Now you die. No, you die. Your determination is impressive. Und ich verwundere immer seine gelassene Redeart, während ich auf ihn einschlage wie ein Biest. Könnte so ein Christopher Walken-Verschnitt sein, ne? So gelassen, ne? Viel stärker als der wahre Christopher Walken. Ich weiß nicht, wie ich gegen ihn kämpfen soll. Ja. Das führt doch alles ins Leere, was ich da machen. Your way the versuch ihn zu packen und eine Kohle. Kohle. Kohle ist schon ganz fein.
Your determination is impressive. Ja, das kann ja, ich. Ja, back in und dann. Ich kriege nicht in die Kohlen rein, so. Ja. Fuck you. Fuck you. Der ist gut, ne? Der war sehr unmotiviert, der Sprecher. Yo. Ah, den krieg ich nicht, so den krieg ich nicht. Auf Valium der Jutzte, würde ich sagen, ne? Schon wieder. Wie oft sind wir denn jetzt schon gestorben? 100 Mal. Das kann doch noch 100 Mal mehr werden, glaube ich. Bis zu Sonnenaufgang, ne? Ich frage mich echt, ob es eine Technik gibt. Wie macht man den fertig? Du musst dich halt nur so rumquälen, ne? Now you die. Sehr spartanisch. Ne? Your determination is impressive. Ich bin's gar nicht so impressive. Dieser Schlag! Dieser verdammte Schlag! Fuck you! Ja! Oh. Ja! Du ja! Mr. Tong, du Alte! Ah, oh, das war dieser eine Griff! Ja. Boah, und so lange hat's gedauert. Meine Güte. Einfach packen, das Ding umdrehen und ho! Durch seinen Leib jagen. Boah, boah, noch, ich würde noch mehr rauf. Das war aber auch eine schwere Geburt. Puh. Sorry, Jackie. Ja, da bist du auch fix und alle. Und jetzt wieder das Telefon, ne? Ah. Lee, fuck the election. You did this, Lee. And I'm coming for you. Motherfucker. Ich habe aber echt auch wirklich ein Hühnchen zu rupfen mit Big Smelly, nachdem er mich in diese Situation gebracht hat. Das mit Jackie ist mir egal, aber diese Situation hier gerade. Dein Bruder. Das ist mein Kompagnon gewesen, nicht mein Bruder. Nee, nicht dein Bruder. Big Smelly, dieses Narbengesicht. Dieses Scarface. Guck, habe ich gleich den ordentlichen Prügel hier. Boah, guck dir mal an, was ich damit anstellen kann, wenn dieses Menü weggehen würde. Machete. So, Mr. Tongs Auto nehmen.